Herzlich willkommen zum dritten Anhang der 100. Folge von Verhundert. Hier sind der Luis und der Steffen. Hallo liebe Zeitreisende. Wir haben uns die Arbeit gemacht, vorm 11.11. alle 100 Folgen zu hören und für jede Frühjahrs- und Herbststaffel, insgesamt 9 an der Zahl, ein Best-of zusammenzuschneiden. Mhm. Dieser Anhang widmet sich der Herbststaffel 1915. Das sind die Folgennummern 25 von 34, weil wir haben ja in 100 Folgen den Ersten Weltkrieg verpodcastet. Die Folge 25 begann am 27.07. Und die letzte Folge dieser Staffel, das war das Plenterwald-Geplapper mit dem Untertitel Steffens Kühlschrank am 3.01.2016. Und Steffen, du hattest die ehrenvolle Aufgabe, jede Folge zu hören und das zusammenzuschneiden. Berichte doch mal bitte, um was es dabei ging, weil wir erklären das nochmal kurz, worum es in dieser Folge ging, Hintergründe, weil ansonsten fällt es sehr schwer, nur mit dem Best-of, wenn das schon so viele Jahre her sind, zu verstehen, was haben wir eigentlich da gemacht. Es fängt an mit Folge 25, das war eine Sonderfolge in Kooperation mit sehr vielen anderen Podcasts zum Thema Eintopf. Da setzen wir uns zusammen, unter anderem und auch mit den Ajuvo vom damals TM-Podcast und reden über, wie Eintopfe gemacht wurden, damals auch zu Goethes Oma-Zeit. Du hast einen Beitrag mit deiner Oma auch aufgenommen, wie sie über Eintöpfe spricht. Und du hast wirklich das Kochbuch von Goethes Oma irgendwo aufgetrieben und darin rumgelesen. Meine Oma hatte das Kochbuch von Goethes Oma. Irre. Ja, das gab es irgendwie. Und da lesen Ajuvo und ich auch ein bisschen was vor, ein paar Rezepte und am Ende kochen wir auch was. Da hatte ich mich ja damals vertan und hatte ein Rezept gefunden, was in altdeutscher Schrift war und ich dachte, dass man als Zutat Trauben bräuchte und habe aber mich verlesen und in Wirklichkeit brauchte man Graupen. So, dann kommen wir danach zu der richtigen ersten Vorhundert-Folge wieder. Da mache ich irgendwie wieder den Wilhelm II. Nach. Machst du sehr gut, Steffen. Ja, ja. Wir reden über deine Kriegstasse, die du von Freunden geschenkt bekommen hast, 1914 und 15. Wir reden mal wieder über Mücke, diesen Seehecht, der flieht. Und dann kommen wir zur nächsten Folge, die inhaltlich nicht so relevant ist für vor 100, aber einen schönen Moment ist, denn da haben wir eine sehr frühe Aufnahme, da haben wir uns morgens um 6 getroffen per Remote, weil wir es nicht anders geschafft hatten, denn wir mussten sehr viel Day of the Tackle spielen zu unserem eigentlichen Aufnahmedatum vorher. Wir sprechen danach über Katzen mit Glatzen und dass Bulgarien in den Krieg eintreten könnte. Katze, Glatze, Untertitel an den Haaren herbeigezogen. Genau. Dann haben wir ein paar Geburtstagskinder. Wir sprechen über ein Lied, Lo que me gusta de ti. Und über beheizte Unterhosen, über einen Jazzmusiker, Walking the House. Dann, dass Serbien auf dem Amselfeld geschlagen wurde. Und natürlich gab es bei Chlodwig auch wieder Eiersalat. Es gibt Werbung, ein französisches Intro. Und wir haben am Ende nochmal unter anderem die Geschichte der GEMA, wie die sich entwickelte, und schließen ab mit dem Besuch im Antikriegsmuseum zusammen mit Ulrike vom Podcast Exponiert. Vom Podcast Exponiert Berlin. Und damit schließen wir ab. Damals TM und vor 100, das ist mal wieder eine Crossover-Folge mit dem vorläufigen Arbeitstitel Eintopf. Wir machen noch sehr viele andere Podcasts damit, unter anderem Proton, Podcast Hobbykoch, Jörn Schaas, feiner Podcast, Gabelkissen und 4812.de. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem Kochbuch von Goethes Oma an. So. Ein bewährtes Rezept für hitzige rote Augen. Ein Stücklein Weihrauch, spieße solches an eine Gabel. Zünde es 30 Mal bei einem Wachslicht an und lösche es jedes Mal in 2 Löffel Rosenwasser ab, worunter man hernach 1 Löffel Frauenmilch mischet und es sich in die Augen tropfen lässet. Kommen wir noch zu einer schönen Suppe. Wollen mal sehen. Also, man fängt die Maikäfer, von denen man 30 Stück auf eine Portion nehmen kann, frisch ein, tötet sie, löst ihnen die hornartigen Flügeldecken ab und zerstößt sie, nachdem sie sorgfältig gewaschen, in einen Mörser.
Dann tut man ein gutes Stück Butter in eine Kasserolle und wenn dieselbe steigt, die gestoßene Masse hinein und lässt sie eine Viertelstunde darin rösten. Also zerstoßene Käfer in Butter rösten. Dann gibt man leichte Bouillon darauf. Am besten Kalbfleischbrühe, also Delikatesse. Mhm. Und lässt sie eine. Hallo, hier ist der Luis. Hallo Omi, bist du da? Ja, hallo Luis. Na? Grüß dich. Die Suppenlina hat gelebt, sie heißt eigentlich Lina Morgenstern, gelebt von 1830 bis 1909. Das hat damit was zu tun, und zwar diese Lina Morgenstern, das war eine ganz besondere Frau, ist in Kreuzberg in der Friedrichstraße 9 in Berlin hängt eine Tafel, eine Gedenktafel. Ich lese das mal vor. Ja, gerne. An diesen Ort eröffnete 1868 der Verein der Berliner Volksküchen, gegründet von Lina. Anweisungen zur einfachen und billigen Ernährung. Gemüse, Traubensuppe. 180 Gramm Trauben. Das soll eine Gemüse-Traubensuppe sein. Und also dieses Kriegskochbuch ist in Altdeutsch. Und dann habe ich erstmal nach dem Einkaufen mitbekommen, dass ich mich total verlesen habe. Das ist keine Gemüse-Traubensuppe, sondern eine Gemüse-Graupensuppe. In heroischen Taten und Leiden harren wir ohne Wanken aus, bis der Friede kommt. Ein Friede, der uns... Ich finde ja übrigens, dass wenn ich einen Frosch im Hals habe, klinge ich ein wenig wie Kaiser Wilhelm II. Das, Steffen, würde ich bei Bewerbung angeben als besondere Fähigkeit. Ja. Ja, wir haben jetzt mittlerweile August 1915. Der aufmerksame Zuhörer wird gemerkt haben, dass wir jetzt seit einem Jahr im Weltkrieg sind. Und zwar, das ist ein Geschenk von zwei guten Freunden von mir, Philipp und Lisi. Vielen Dank für diese Tasse, die ist echt super. Die Tasse ist genau 100 Jahre alt. Als der Krieg losging, hat man diese Tasse gemacht, in Erwartung, dass der Krieg schnell vorbei ist. Deswegen stand dann da Erinnerung zum Weltkrieg 1914. Als dann der Krieg aber nicht so schnell vorbei war, wie gedacht, haben die noch schnell 1915 darauf gepackt. Jetzt ist aber der Platz an der Tasse zu Ende. Dann haben die wahrscheinlich die Tasse einfach so rausgegeben. Und ich habe die jetzt und ich trinke der Original-Tee raus. Nochmal vielen Dank. Ja, die ist ja schön. Kapitänleutnant Helmut von Mücke. Den australischen Kreuzer Sydney gelang es, die Emden vor den Kokosinseln zu stellen und zu versenken. Genau zu dem Zeitpunkt, als von Mücke auf der Insel war, um eine Funkstation zu sprengen. Die haben dann ein britisches Schiff, und zwar den Dreimastschoner Ayesha, gekapert und ihnen ist es gelungen, mit diesem Schiff zu fliehen. Und die sind über 8000 Kilometer gefahren mit diesem gekaperten Schoner über den Indischen Ozean, haben das Schiff Emden 2 genannt und ihnen ist es gelungen, zur arabischen Halbinsel zu fahren. 12.09.1915. Die Woche so ein kleines Zeitmanagement-Problem, was dazu geführt hat, dass wir heute beide 5.15 Uhr in der Allerfrühe aufgestanden sind, um vor der Arbeit die Folge aufzunehmen. Ja. Jetzt ist es 5.52 Uhr. Hier in meiner WG schläft alles noch und ich sitze alleine am Küchentisch mit meinem Mikrofon. Ich geplant, letzten Sonntag schon die Folge aufzunehmen, aber irgendwie haben wir nur Day of the Tentacle gespielt. Ist der 26.09.1915. 10.10.1915. Einfach nur irre. Die Nachbarn, die kamen gerade zurück von einer Reise, die haben sich eine Katze unterwegs geholt. Die hat, stell dir vor, Klotik, die hat keine Haare. Wie, also die ist nackt wie so ein Schwein oder wie ein Mensch? Ja, die hat noch nicht mal auf dem Kopf Haare. Also die hat praktisch eine Glatze. Eine Katze mit Glatze, genau. Eine Katzenglatze. Genau. Wahnsinn, also eine nackte Katze. Unvorstellbar hässlich. Wenn wir uns das nächste Mal sehen, besorg mal ein Bild von der Katze. Oder du musst mir die Katze mal zeigen, weil ich würde sehr gerne mal eine nackte Katze sehen. Ja, falls die bis dahin noch lebt, weil also dieses Tier sieht echt krank aus. Ja, das ist ja... Das sieht nicht gesund aus, Ludwig. Bulgarien hat ein russisches Ultimatum verstreichen lassen. Russland hat Bulgarien aufgefordert, alle Kontakte zu den Mittelmächten abzubrechen.
und Bulgarien ein Ultimatum gestellt. Bulgarien hat dieses Ultimatum verstreichen lassen und Russland hat den Wörtern Taten folgen lassen und sämtliche diplomatischen Beziehungen zu Bulgarien abgebrochen. Also die Lage spitzt sich zu, es sieht danach aus, dass das, dass sie, dass Bulgarien an die Seite der Mittelmächte bald in den Krieg eintreten wird. 28. Juni 2014. Eine Idee wurde umgesetzt, ein Podcast entstand. Wir, Luis und Steffen, wir trinken Whisky, wir lieben Tee, wir tragen Melonenhüte und wir bringen raus ein Podcast namens Verhundert. Und hier ist die mittlerweile 30. Folge von Verhundert. Genießt sie, nehmt euren Tee, nehmt euren Whisky und hört Verhundert. Mach das aus! Ich würde sagen, wir machen jetzt hier seriös weiter. Ja, ja, hast ja recht, ist ja okay. Steffen hat mir gerade erzählt, wenn man bei Google eingibt, zerbricht das Internet. IT-Crowd sehr zu empfehlen. Ja, wir haben heute den 24.10. und heute vor 100 Jahren und 10 Tagen ist Bulgarien auf Seiten der Mittelmächte eingetreten. Fürs Zuhören. Und zum Schluss noch ein Outtake vom Intro. Juni 2014. Eine Idee wurde umgesetzt. Sie sollte legendär werden. Damals wussten sie es noch nicht. Luis und Steffen. Zwei Whisky- und Tee trinkende Liebhaber. Scheiße. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Es ist einfach schon zu spät, Luis. Es ist einfach schon zu spät. Weil ich mich nicht selber erschreckt habe, Steffen. Das wollte ich so nicht sagen. Du verrätst hier echt deine geheimsten Gedanken. Zwei Whisky und Tee. Zwei Whisky und Tee. Ich bin einfach schon zu fertig, Luis. Es ist einfach zu spät. Das war richtig gut. Am besten, wir hätten das so rausgebracht. Zwei Whisky und Tee trinken. Ich dachte, meine erstmal für 2 Minuten, dann geht es einfach eiskalt. Ja, das kann man noch ins Outro packen. Después de un mes, vuelve el podcast más viejo de Alemania. Aquí comienza una nueva edición del Hace 100. Programa 31. Muy buenos días. ¿Qué tal, Luis? Cantando quiero decirte lo que me gusta de ti. Hallo, Steffen. Du redest... Ist das Spanisch? Ja, das ist Spanisch. Ich dachte, wir reden heute mal Spanisch. Passend zu unserem Geburtstagskind von vor 100 Jahren. Denn vor 100 Jahren war der 24.11.1915... Okay. Und da wurde Cuto Esteves geboren. Das war ein dominikanischer Musiker und Komponist. Der hatte, das haben wir ganz zum Anfang mitgehört, der hat den ganz bekannten Bolero namens Todo Me Gusta de Ti. Und das haben wir zum Anfang auch gehört. Und da dachte ich mir, machen wir doch mal die Einführung auf Spanisch. Muss man manchmal draußen warten, auf den Bus, auf den Zug oder auf irgendetwas anderes. Und man friert sich einen ab. Und vor 100 Jahren war das ja ungefähr genauso. Der Soldat, der musste draußen Wache schieben und frieren. Und da hat jemand ganz toll eine Unterhose, eine beheizte Unterhose gegen Erfrierungen erfunden, die nur 850 Gramm wog. Die war beheizt mit Strom, oder? Ja, genau. Ein Kabel führte aus dieser Hose und man hatte dann 100 Meter, vielleicht auch ein bisschen mehr, Freiraum, um sich zu bewegen. Angeblich wurde man auch geschützt vor Kurzschlüssen durch Sicherungen, aber ich würde der Technik von damals nicht so trauen, wenn da so ein komisches Kabel aus meiner Unterhose rausguckt und es regnet und feucht ist, also. Klingt alles nicht so lecker. Ich finde die Vorstellung einer warmen, beheizten Unterhose ehrlich gesagt nicht besonders positiv. Nee, ist ja auch schlecht für die Kinderzeugung, habe ich mal gehört, wenn da so zu viel Hitze herrscht.
Also der Verhundert-Podcast ist gegen beheizte Unterhosen. Ja, gegen beheizte Unterhosen. Das ist mein Statement. Ja, wir müssen ja auch mal, wir müssen ja auch mal eine politische Meinung haben. Hello everybody. This is the Verhundert-Podcast. Today, our charming host, the amazing Trumpet Louis, and the other charming host, Strongbow Stefan, are gonna present to you a lot of topics which you dream about every night. This is Verhundert, and here... Louis, warum redest du Englisch? Ja, hier, weil Intro-Musik, ne, hat man letztes Mal auch. Memphis Slim und Kansas Field haben das wunderbar, haben den wunderbaren Song Rocking the House, den wir am Anfang gespielt haben, halt gemacht. Ja. Achso, und einer ist davon das Geburtstagskind von vor 100 Jahren? Genau, der Kansas Field. Er ist geboren von vor 100 Jahren am 5. Dezember 1915. Gestorben ist er 1995, also er ist 80 Jahre alt geworden. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, zum 100. Ja, Kansas herzlichen Field. Glückwunsch. Rock the House. Und die Serben, die haben sich tapfer geschlagen gegen eine europäische Großmacht. Das ist ja ein sehr kleines Land. Haben sie ein Jahr lang durchgehalten. Und jetzt ist praktisch Bulgarien in den Krieg eingetreten und konnte dann in die Ostflanke einfallen. Und die Serben hatten keine Chance und wurden vernichtend am Amsefeld geschlagen. Jetzt hat man Zugriff auf Bulgarien, den Balkan und das Osmanische Reich, und dass man dann Rohstoffe und Lebensmittel austauschen kann, wo diese gerade benötigt werden. Super, lass uns sofort die Vergangenheit reisen. Ich kann es kaum erwarten. Ich bin absolut auf und zu. Ja, ich bin schon gespannt, ob es vielleicht wieder neuen Eiersalat bei Klotwig gibt. Ich habe auf der Seite 14 eine tolle Werbung. Schmollpasta ist doch die beste. Für Männer und Frauen ohne Einspritzung werden innerhalb weniger Tage selbst die vernachlässigsten Flüsse Harnröhrenleiden mittels Ursintekton geheilt. Eine Schachtel enthalten 100 Pillen, 6 Kronen. Zur selbstständigen Heilung genügen 2 Schachteln. Bonjour et bienvenue à Verhundert avec Louis Legrand et Stephen de Manicvic. Arthur est un perroquet et pompe c'est le choc. Französisch, Stephen? Ja, oui, oui, Baguette. Leider ist mein Französisch nicht mehr so gut, Louis. Aber ja, Französisch. Je ne regrette rien von Edith Piaf, die heute vor 100 Jahren geboren wurde. Neuseeland hat bislang 109.683.000 Mann für den europäischen Kriegsschauplatz gemeldet. Das heißt einfach, über 100.000 Neuseeländer kämpfen im Ersten Weltkrieg in Europa. Dass es eine neue Gesellschaft gibt, also eine neue Verwertungsgesellschaft im Deutschen Reich, jetzt eine weitere. Für Äpfel? Ach, für Musik, Verwertung? Ja, die nennt sich Genossenschaft zur Verwertung musikalischer Aufführungsrechte, kurz GEMA. Wobei ich mich wundere, wo das V in der Abkürzung GEMA drin sein soll. Soll ich dir mal eine kleine Geschichte geben? Der Verwertungsgesellschaft. Hast du mal was von dem Zuckerwasserprozess gehört? Nein. Ach, wann war der Zuckerwasserprozess? Das ist in Frankreich, in Paris gewesen, 1847. Da saß ein Komponist namens Bourget. Kennst du den? Nee. Ach. Gut. Keine Schallplatten. Naja, jedenfalls hat Bourget Musik gemacht und saß eines Abends in einem Pariser Café und hat mitbekommen, dass man dort seine Musik gespielt hat. Und er hat das aber nie genehmigt, dass man seine Musik spielen durfte. Ja. Und als dann die Rechnung kam, hat er sich geweigert, die Rechnung zu bezahlen. Schließlich macht der Wirt mit seiner Musik Profit und beteiligt ihn gar nicht dran. Okay. Und das hat dann zu einem riesigen Rechtsstreit geführt und dann nannte sich Zuckerwasserprozess, weil nämlich dieser Herr Bourget Zuckerwasser getrunken hat. Das war damals in Mode. Wie ist der ausgegangen? Herrn Bourget wurde Recht zugesprochen und es kam ein Gesetz. Das ist das Urheberrecht. Also der Urheber von musikalischen Stücken muss seine Zustimmung geben, dass man seine Musik in dem jeweiligen Ort auch spielen darf. Auch wenn ich schon die Schallplatte bezahlt habe. Ja, natürlich. Teuer. Wenn du damit Profit machst und das in deinem Café abspielst, natürlich. Aber ich habe ja schon bezahlt dafür. Ja, du hast einmal bezahlt, dass du dir die privat jedes Mal anhören darfst.
Aber ich, wenn ich mir eine Hose anziehe und damit in mein Hotel rumlaufe und alle, weil sie meine Hose so toll finden, ins Hotel gehen, mache ich ja auch Profit mit der Hose. Und es gibt keine Verwertungsgesellschaft für Hosen. Das macht doch gar keinen Sinn. Wer braucht denn sowas? Das hat damit zu tun, dass ja, falls du dich noch dran erinnern kannst, gut, da warst du noch ein kleines Baby, im letzten Jahrhundert, im 19., da gab es ja noch die ganzen Höfe. Und da wurden regelmäßig Musiker eingeladen, um dort Musik zu komponieren, Musik zu spielen und so weiter. Und das wurde von den Höfen, wurde das unterstützt durch, es wurde subventioniert. Und das ist allerdings jetzt in den letzten Jahren des 19. Jahrhunderts ja weggefallen. Und dann steht der arme Musiker, der ernste Musik macht, steht auf der Straße und wird halt nicht mehr bezahlt für seine Musik, ne? Weil der profitgierige Kaffeebesitzer seine Musik einfach stiehlt und ihn nicht an dem Profit beteiligt. Da muss man sich schützen. Und das hat sich auch, falls du ja, kennst du Herrn Strauss hier, den berühmten Musiker? Nein, ach doch, den Richard Strauss? Ja, den kenne ich. Kennst du auch Hans? Ja, klar, den kennt man, ja. Ja, und Hans Sommer und Friedrich Rösch? Die kenne ich wieder nicht. Ja, das war mir klar. Jedenfalls haben die 1903 ihre eigene Verwertungsgesellschaft in Deutschem Reich gegründet. Die nannte sich AFMA. Und die hat sich, also nach diesem Zuckerwasserprozess gab es halt in Frankreich auch eine Verwertungsgesellschaft, die halt gegründet wurde, um die Urheber zu schützen. Und, okay. Und der Richard Strauss fand das sehr sinnvoll und hat das halt mit zwei anderen auch gegründet. Eine Verwertungsgesellschaft und die nannte sich AFMA. Ich glaube, 1903 wurde die gegründet für vorwiegend, hast du schon mal was von E-Musik gehört? Ernste Musik. Musik. Und U ist Unterhaltungsmusik. Genau, das ist ja ein Begriff. Ja, das weiß ich dann doch. Genau, und dieser AFMA, die ist nicht profitorientiert, die sammelt einfach von also wenn du jetzt ein Café betreibst, dann musst du sagen, ich habe jetzt von dem und den Herrn dieses Stück gespielt und dann musst du einen gewissen Anteil an diese Anstalt geben und die teilen das dann auf. Es gab jetzt Probleme, deswegen wird jetzt noch eine zweite Verwertungsgesellschaft gegründet. Das ist, du weißt ja gar nicht, hast du jetzt überhaupt verstanden, warum die zweite gegründet wird? Nee. Naja, wie gesagt, E- und U-Musik und die ganzen U-Musiker, die Unterhaltungsmusik machen, die haben sich stark benachteiligt gefühlt jetzt in dieser AFMA, weil, also man kann schon sagen, dass der Richard Strauss im Hinterkopf hatte, dass man zwar die U-Musiker, dass man sich von denen auch die Anteile mit in die gemeinsame Kasse schafft, die Geldmittel, aber der hat es halt mehr auf E-Musiker aufgeteilt, das Geld. Mhm. Also die waren nicht profitorientiert und da haben sich jetzt die ganzen U-Musiker gegen gewehrt und haben jetzt eine eigene Gesellschaft gegründet, die vorwiegend nur für U-Musiker ist. Das ist jetzt diese GEMA. Also es gibt jetzt zwei Verwertungsgesellschaften, das ist doch Irrsinn. Auch das ist schon völlig bekloppt. Zum Beispiel in Frankreich, habe ich dir auch gesagt, wurde ja auch eine gegründet, die machen gar keinen Unterschied zwischen E- und U-Musik. Ist ja auch total bekloppt. Ja, natürlich. Ab wann ist denn U-Musik U-Musik und ab wann ist E-Musik? Ich muss dich jetzt leider ganz, ganz stark unterbrechen, ganz abrupt unterbrechen. Ich hab Rentierfleisch auf dem Herd. Das muss jetzt mal fertig gemacht werden. Warum ein Antikriegsmuseum? Deutschland ist eine Republik, dachte ich. Deutschland will den Frieden, dachte ich. In einer Republik des Friedens muss es doch auch ein Friedensmuseum geben, dachte ich. Da aber die pazifistische Republik kein Geld für ein solches Friedenswerk hatte, ein Panzerkreuzer war nötiger und teurer, so kam ich auf den dummen Gedanken, ein Antikriegsmuseum zu errichten, im Mittelpunkt Deutschlands, im Herzen Preußens, im Zentrum Berlins, 5 Minuten vom Polizeipräsidium entfernt. Deutschland hat tausende der verschiedensten Museen und Sammlungen, in denen kalte Steine, alte Möbel, verrostete Töpfe und ähnlich gewichtige Dinge zur Schau gestellt sind. Warum zeigt man nicht die Schrecknisse des Krieges in einer Friedensrepublik? In städtischen und staatlichen Häusern bestaunt man riesige Skelette der vierbeinigen Kriechtiere von Anno Domini. Warum zeigt man nicht in Originalfotografien die zweibeinigen Kriegstiere, wie sie sich 4 Jahre lang in Gräben und Höhlen gegenseitig zerfleischten? Jede deutsche Stadt ist stolz auf ihr Museum oder ihre Sammlung. Das entzückte Auge des braven deutschen Bürgers bestaunt die Schnupftabakdose,
von Friedrich dem Großen. In kostbaren Rahmen hängen unsere seligen und unseligen Vorfahren an den Wänden. Warum zeigt man nicht Granatsplitter und Mordwerkzeuge, die unsere Leiber verstümmeln und zerfetzen? Es gibt kein Land der Welt, das so bespickt ist mit Kaiser- und Kriegsdenkmälern, mit Abschlachtgemälden, mit Fahnen und Uniformen und Orden wie das friedliche Deutschland. In Berlin gibt es ein ganz großes Zeughaus, wo all das viele Zeug ausgestellt ist, das zu allen Zeiten, von Otto dem Faulen bis zu Adolf dem Größenwahnsinnigen, zum Menschenmorden benötigt wurde. Warum nicht ein Haus des Friedens, das unsere Kinder frühzeitig unterrichtet, wie schrecklich der Krieg ist und wie schön das Leben sein könnte, wenn die Menschen endlich aufhören würden, sich gegenseitig zu hassen und zu töten. Herzlich willkommen zur 6. Folge des Exponiert-Podcasts, diesmal als Crossover-Folge. Mit befindet sich welches Museum, welches wir heute besuchen? Das weiß ich. Darf ich das sagen? Er sagt es. Das Antikriegsmuseum. Der Erste Weltkrieg war solch ein Desaster für Europa und für jede deutsche Familie. Entweder Vater kam nicht nach Hause oder ein Sohn oder ein Bruder. Und man musste feststellen, dass dieser Erste Weltkrieg Wahnsinn bedeutete und dass die Menschen doch daraus lernen sollten. Leider hat aber die Weimarer Republik bald wieder eine Armee gehabt. Und so war die Frage, wie könnte man gerade Kindern und Jugendlichen zeigen, was der Krieg in Wirklichkeit bedeutet und dass man gerade mit Kindern und Jugendlichen eine neue Zukunft aufbauen könnte, um vielleicht den Krieg ins Museum zu verbannen. Wir haben das Museum betreten. Wer möchte kurz seinen ersten Eindruck schildern? Ja, wir haben hier einen sehr großen weißen Raum voller Devotionalien. Ich sehe hier ein eisernes Kreuz. Schriften über Friedrich II., Friedrich den Großen von Preußen, zwischen Frieden und Krieg. Hatte ja siebenjährigen Krieg und so Sachen gemacht. Und ganz viele Bilder und erstmal überwältigend. Man weiß gar nicht, wo man zuerst hingucken soll. Da hinten sehe ich einen Starhelm und eine Gasmaske. Also ich finde, das Erste, was einem erstmal auffällt, ist, dass es hier eigentlich eher so eine Art alter Verkaufsladen ist oder sowas. Also es ist gar kein Museum, wie ich es erwarten würde von einem Museum, sondern es ist sehr klein, urig. Nichts Freistehendes. Ja. Man muss keinen Eintritt zahlen, ne? Ist auch ein bisschen interessant, ist selten. Genau, ist freier Eintritt, täglich geöffnet, immer von 16 bis 20 Uhr. Wirklich empfehlenswert, aber man muss hier auch schon wirklich mit einem offenen Geist reingehen und sich drauf einlassen und auf Entdeckungsreise gehen, einfach nur durchgehen und hoffen, dass einem was mitgeteilt wird, ist, glaube ich, nicht so zielführend. Muss schon mit einem offenen Geist hier reingehen. Ja, man muss sehr viel selber machen. Dann war es das mit unserer ersten, vielleicht hoffentlich nicht letzten Crossover-Folge. Ja, hat Spaß gemacht. Mir auch. Vielen Dank. Ja. Das waren Exponiert und vor 100.